Intime Gäste von Bergen. Sicherlich stellen sich einige von Ihnen die Frage, warum die MPD heute hier am Montag eine Kundgebung durchführt. Der Grund ist ganz einfach zu erklären. Hunderttausende Wirtschaftsflüchtlinge in Deutschland und davon Tausende in Mecklenburg und in Pommern gefährden den sozialen Frieden in unserer Heimat. Auch hier in Bergen leben mittlerweile Fremde, die nicht aufgrund einer politischen oder ethnischen Verfolgung Zuflucht nach Deutschland gesucht haben, sondern einzig und allein aus wirtschaftlichen Gründen, um in Deutschland ein besseres Leben leben zu können, hier nach Deutschland gekommen sind. Doch wir in Deutschland sind nicht das Sozialamt der Welt. Wir sind nicht dafür verantwortlich zu machen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auf der ganzen Welt direkt oder indirekt Kriege führen, die dann in den einzelnen Staaten und Ländern große soziale Verwerfungen verursachen. Liebe Bürger, liebe Gäste von Bergen, die Kundgebung der MPD gegen Asylbetrug, denn wir sind nicht das Sozialamt der Welt, neigt sich langsam, zumindest heute hier in Bergen, dem Ende zu. Wir von der MPD fordern, und dafür setzen wir uns auch ein, dass der inländerfeindlichen Politik hier in unserer Heimat endlich ein Ende bereitet wird. Und aus diesen Gründen ist auch die MPD außerhalb von Wahlkampfzeiten auf der Straße anzutreffen, weil wir ein Herz für Deutschland und ein Herz für die Zukunft unserer Kinder haben. Die MPD hier in Mecklenburg-Vorpommern befindet sich zurzeit auf einer Rundreise durch Mecklenburg und Vorpommern. Wir fahren zu all jenen Orten, wo angedacht oder auch schon durchgesetzt wurde, dass die Bewohner Asylbetrüger, Asylbewerber oder Asylschnorrer direkt in ihr Wohngebiet gesetzt bekommen. Wir sind der Ansicht, dass die Bürger in allen wesentlichen Fragen mit einzubeziehen sind. Wir sind auch der Ansicht, dass die Bürger zu befragen sind, ob sie es wollen, dass in ihrer Nachbarschaft Fremde aus Afrika, Fremde aus Asien und Fremde aus welchen Ländern der Welt auch immer angesiedelt werden, die nicht Zuflucht suchen in Deutschland, weil sie angeblich politisch verfolgt werden, weil sie angeblich aufgrund ihrer ethnischen Herkunft verfolgt werden, sondern einzig und allein, weil sie gehört haben, dass Deutschland für Flüchtlinge das Schlaraffenland darstellt. Wir können Sie nur auffordern, sich gegen die Missstände in unserer Heimat, gegen die sozialen Verwerfungen und gegen das Unrecht zur Wehr zu setzen. Es gibt viele Möglichkeiten, Widerstand zu leisten. Eine Möglichkeit ist, am 22. Dezember bei der Wahl des neuen Bundestages beide Kreuze bei der Heimatpartei, bei der MPD zu machen. Dankeschön.
liebe Gäste von Sassnitz, liebe Einwohner von Sassnitz, die NPD ist heute im Rahmen ihrer Rundfahrt unter dem Motto Asylbetrüger, nein danke, auch hier in Sassnitz vor Ort. Lediglich 0,6 aller Asylanträge werden in Deutschland angenommen. Alle übrigen Asylbewerber haben keinen Anspruch auf die Gewährung des Status Asyl. Hunderttausende Wirtschaftsflüchtlinge in Deutschland, davon Tausende in Mecklenburg-Vorpommern, gefährden den sozialen Frieden in unserer Heimat. Glauben Sie wirklich, dass wir hier in Deutschland das Sozialamt der Welt sind? Wir von der NPD sind der Meinung, dass es schon lange reicht. Wir sind der Meinung, dass wir nicht das Sozialamt der Welt sind, dass wir mit den Steuergeldern, die wir alle zu zahlen haben, sorgsam umzugehen ist.